Bei uns in der Metropolregion in Neustadt an der Weinstraße wurde nämlich ein sogenanntes Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle eröffnet. Das Ziel und der Hintergrund dieses Zentrums auf lange Sicht sollen vor allem Arztpraxen und Kliniken geschützte Räume bleiben und für anders erkrankte Menschen dann zur Verfügung stehen. Durch so wenig Kontakt wie möglich sollen außerdem weitere Ansteckungen verhindert und das Coronavirus eingedämmt werden. Das Wichtige, niemand darf ohne vorherige Anmeldung zu diesem Testzentrum kommen. Die Anweisung, dass sich mögliche Patienten zunächst telefonisch an die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung wenden, bleibt weiterhin bestehen. Ist dann ein Test notwendig, wird der Patient an dieses Testcenter zugewiesen und man wartet dann auf das Ergebnis 2 bis 3 Tage. Der Patient wird dann telefonisch informiert und bis dahin ist häusliche Quarantäne Pflicht. Chris Rehm ist bei uns, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU Mannheim. Schönen guten Abend. Ja, jetzt haben wir so ein Testzentrum, gerade die Bilder gesehen. Ja. Was halten Sie davon? Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Wir haben heute auch eine ähnliche Forderung aufgestellt für die Stadt Mannheim, dass wir quasi ein Drive-In, wie man es ja von großen Burgerketten kennt, ja, wo sie im Auto hinfahren können, Abstrich gemacht wird und im Endeffekt genau das, was Sie auch gerade gesagt haben. Ja, dann geht man so lange in Quarantäne, bis Ergebnis vorliegt, um einfach Arztpraxen, Kliniken zu entlasten. Ja, das kommt aus Südkorea, ist ja mittlerweile in Baden-Württemberg schon in einer anderen Stadt etabliert worden. Und wir denken, für Mannheim ist es sicherlich auch eine sehr, sehr gute Idee. Hört sich ja erstmal ziemlich verrückt an, ne? Drive-in. Drive-in, ja. Für medizinische Drive-through. Ja. Aber muss man tatsächlich in unseren Zeiten jetzt kreativ werden, um die Arztpraxen, Kliniken frei von möglichen Viren zu halten? Ich denke schon, das ist eine prima Idee. Da ist derjenige in seinem geschlossenen Bereich, in seinem Auto, Fenster runter, dann wird entsprechender Test durchgeführt. Sie haben die Leute nicht in den Arztpraxen, nicht in den Kliniken. Also das ist wirklich, da kann man auch mal von anderen Ländern lernen, denke ich. Absolut. Sie fordern das ja auch für Mannheim, haben Sie gesagt. Wie ist denn grundsätzlich Mannheim aufgestellt und wie verhält sich die Stadt Mannheim auch bislang in Sachen Corona? Ja, Stadt Mannheim hat ja regelmäßig auch einen Verwaltungsstab, der tagt, regelmäßig zusammenkommt und die entsprechenden Maßnahmen wie Veranstaltungsabsagen und andere Maßnahmen bespricht. Auch die Krankenhäuser Mannheim, Theresienkrankenhaus und Universitätsklinikum sitzen damit drin, genauso wie Vertreter der Stadt. Und da sind wir, denke ich, gut vorbereitet in Mannheim. Ja, Veranstaltung ist auch ein gutes Stichwort, was Sie geben. Also Jens Spahn hat ja gerade gesagt, ab 1000 Leute sollten sie schon abgesagt werden, vielleicht auch, wenn Bedarf ist, drunter. Jetzt hält sich aber nicht jeder dran. Also heute haben wir das beste Beispiel in der zweiten Liga, das Topspiel VfB Stuttgart gegen Bielefeld findet mit Zuschauern, mit Fans statt. Was halten Sie davon? Also ich halte es für verantwortungslos. Es gab gestern eine klare Ansage vom Gesundheitsminister Spahn, die natürlich nicht verbindlich ist. Wir sind ein föderales System. Im Endeffekt werden die Entscheidungen in den Kommunen letztendlich getroffen, unterstützt von den Ländern. Ich glaube, und das haben wir heute auch nochmal formuliert, dass wir jetzt wirklich Veranstaltungen in der Größenordnung absagen sollen. Sie können die Infektionsketten gar nicht mehr nachvollziehen. Und auch die Ausbreitung, umso mehr Menschen zusammen sind. Es ist jetzt aber auch kein großes Geheimnis. Auch bei Influenza ist es ja so, umso mehr in einem Raum sind, umso schwieriger wird es nachher. Jetzt können wir das natürlich alle nicht absehen, wie das weitergeht. Es gibt einige Befürchtungen, wie es sich entwickeln könnte. Sie sind ja auch in der Tourismusbranche tätig, darf man gerne sagen. Wie sehr haben Sie Angst vor den nächsten Wochen, Monaten, was sich da noch entwickeln wird? Also Angst habe ich keine, aber eine gesunde Portion Respekt gehört sicherlich dazu. Ich glaube, wir sind jetzt erst am Anfang der Thematik. Es wird sicherlich auch noch schlimmer werden. Ich denke, das muss man einfach auch mal sagen, dass es morgen nicht vorbei ist. Gehört auch zur Wahrheit dazu. Insofern denke ich, sollten wir jetzt alle Maßnahmen treffen, um vor allen Dingen die Menschen zu schützen, die eben ältere Bevölkerung oder die Vorerkrankungen haben. Absolut. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.